Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück, liebe Blinkerfreunde. Ja, ich habe euch in dem letzten Video, habe ich euch versprochen, in diesem Video mal etwas anderes, zu zeigen, aber auch etwas anders zu machen. Und hier ist es. Ja, ich möchte euch im ersten Teil meines Videos, möchte ich euch meinen Dank aussprechen, ja, für die Unterstützung bis hierher. Dann habe ich euch versprochen, ja, mal etwas anderen Stuff, etwas anderes Zubehör als immer, in Anführungsstrichen nur, ja, Optiken oder Munition oder vielleicht Reviews zu Pistolen und Gewehren, ja, vorzustellen. Genau aus diesem Grund befindet sich zum einen die Hose hier. Die Hose, dabei handelt es sich um eine günstige 30-Euro Hose aus einem Sportwaren-Discounter. Verstärken soll uns an der Stelle hier die Diana Bandit, die PCP-Luftpistole, denn die Hose an sich, die Pistole in Kombination mit der Pistole wird gar nicht der Clou sein, denn es geht um eine neue Schießart. Ich habe, ja, ich sag jetzt, ich weiß nicht, ob es zu hoch gegriffen wäre zu sagen, ich habe etwas Neues erfunden, aber ich habe zumindest bei YouTube geschaut und habe noch niemanden, ja, gesehen, der sowas Ähnliches macht. Das Stichwort wird hier sein Combat Blinking. Also die Hose werde ich quasi in einem bewegten Schießen werde ich sie testen, damit mal abknien, mich hinsetzen und ja, ich will aber nicht zu viel vorweggreifen. Das habe ich auch noch gar nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, was ich mir so vorgenommen habe. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Ja, wie gesagt, Combat Blinking, könnt ihr euch schon drauf freuen. Drauf freuen könnt ihr euch auch auf ein weiteres, ja, Geschenk, auf einen weiteren Gewinn. Und ja, dazu dann im Video mehr und dann heißt es jetzt dranbleiben, dann sehen wir uns nach dem Intro wieder und ja, geben Gas, let's go! Kommen wir zum ersten Punkt, ja, in meinem Video, ich möchte einmal Danke sagen für die, ja, Unterstützung bisher, hauptsächlich natürlich durch eure Kommentare, die ihr mir immer dankenswerterweise da lasst. Ja, die einen sind, ja, Lob, das hast du gut gemacht, die anderen sind, ja, sind Hinweise oder Wünsche, natürlich aber auch Kritik, die ich mir natürlich, ja, durchlese und auch zu Herzen nehme, da wo ich die Kritik halt angebracht sehe, aber das war eigentlich immer ganz sachlich und alles nachvollziehbar. Ich probiere natürlich immer, natürlich in der gebührenden, ja, höflichen Art euch zu antworten und da haben wir bis jetzt eigentlich immer eine coole Basis gefunden. Ja, danke einmal dafür. Haut in die Kommentare immer fleißig rein, was euch so im Kopf rumschwirrt. Das dauert ja auch nicht lang, ist ja schnell gemacht und ja, wie gesagt, danke an der Stelle für euren Support bis hierher. Da können wir natürlich gleich zur Hose kommen, die ich euch hier vorstellen möchte. Ihr habt es schon gesehen, ich war bei Decathlon. Sie haben auch eine ganz kleine Jagdabteilung und da ist die Hose her. Ja, wie gesagt, es handelt sich um eine beige Trouser, so wie es hier drauf steht, in der Größe XL. Ich selber bin 1,83 Meter groß. Mein Gewicht verrate ich jetzt hier nicht. Das macht ja niemand. Und ja, ich werde gleich in die Hose reinschlüpfen. Keine Angst, ich stehe hier nicht unten ohne. Geschossen wird heute mit den H&N X-Sight Holopoint Hohlspitz Diabolos. Warum? Weil ich einfach eine Menge davon habe und sie euch auch noch nicht hier auf meinem Kanal vorgestellt habe. Aus diesem Grund möchte ich sie heute einfach schießen. Ja, Punkt. Ich schlüpfe jetzt in die Hose. So, Blinkerfreunde, ich bin in der Decathlon 30-Euro Hose. Ich bin direkt reingeschlüpft. Ich habe extra auch noch eine weitere Dose Holopoint, die ich heute schieße, habe ich extra in einem Pellet Saver hier dabei, dass ich mal zeigen kann, ja, wie gut diese Hose hier eventuell auch solch eine Schachtel Diabolus aufnimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt seht ihr meine Plauze. Was ich ganz gut finde, diese Gürtelschlaufen sind doch auch etwas breiter, sodass ihr auch mit einem breiten Gürtel hier, ja, dass ihr den durchfädeln könnt. Die Taschen, die Hände finden ganz gut Platz in der Hosentasche. Und ansonsten finde ich auch ganz gut, dass die Taschen, die Beintaschen, also links und rechts jeweils eine, die linke verfügt zusätzlich noch über einen Reißverschluss, ja, dass die Taschen, obwohl sie sehr bauchig sind, dann doch, wenn nichts drin ist, trotzdem sehr eng anliegen. Ja, die Hose hat keine Gesäßtasche. Hier seht ihr mein Fat Ass.
Und brauchen wir auch nicht, wenn wir uns hinsetzen wollen, sitzen wir da eh nur drauf. Von daher verfügt sie über alles, was wir einfach so zum Plinkern brauchen. Ja, und ich finde, dass ich die 30 Euro hier erstmal gut angelegt habe. Dann lasst uns mal zu dem Interessanten kommen, was euch sicherlich interessiert. Aber eins noch vorweg, das Wetter ist sehr, sehr wechselhaft. Der Rasen ist zum Glück noch nass, da könnte ich mal zwischendurch auch mal ja, abknien und gucken, wie sich die Hose bei leichter Nässe verhält. Aber jetzt zum Thema Combat Plinker, wie habe ich es mir vorgestellt? Ich habe hier die Diana Bennett mit dem neuen Schussmagazin. Das bedeutet, ich lege jetzt los. Ich habe das erste Ziel auf 10 Meter. Da würde ich eigentlich gerne einen Magazinwechsel machen. Das kann ich leider nicht, weil ich nur ein Magazin habe. Ja, das ist Armut. Und dann bekämpfe ich weiter das Ziel so auf dann nochmal 13 Meter, bevor ich mich dann wieder zurückziehe. Drauf habe ich wieder ein günstiges Reddit, ein gekapseltes für ja, 30 Euro, aber jetzt nicht länger schnacken. Magazinwechsel und ich arbeite mich zurück. So, Plinker Freunde, so oder so ähnlich habe ich es mir vorgestellt. Ne, eigentlich habe ich es mir genau so vorgestellt. Ja, so ein bisschen aus der Bewegung heraus. Auch mal, auch mal abknien, schnell, sage ich mal, hinsetzen wollte ich mich jetzt nicht. Was ich ganz gut finde, die Hose nimmt die Feuchtigkeit so schnell erstmal nicht an. Es scheint sehr robust zu sein für 30 Euro. Das Trefferbild gefällt mir. Ich konnte sogar die Ratte legen. Und ich finde, ja, das war für den Anfang ganz, fand ich ganz cool. Für auch mal was Neues, also dieses, sag ich mal, Combat Plinking, das könnte ich mir in Zukunft öfters vorstellen. Die Holopoint sind nicht die präzisesten Diabolos, habe ich schon beim Einschießen festgestellt. Allerdings sind sie für diese Disziplin, also für das klassische Plinking hier perfekt geeignet. Und ja, ich würde sagen, das war doch eine ganz coole Geschichte. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Noch mehr Spaß wird euch machen das Gewinnspiel, zu dem ich jetzt komme. Let's go! Was gibt es zu gewinnen? Es gibt wieder ein großes Fanpaket zu gewinnen. Alles, was ihr hier seht, außer natürlich die Diana Bennett und hier oben dieses Holz. Das gibt es nicht. Es ist alles dabei. Schlüsselbänder, unter anderem eins von Umarex, Aufkleber hier von Camelback, Patches, unter anderem von UTG. Verlost wird dieses Paket, so wie ich es immer mache, unter allen, die mir einen Kommentar dalassen. Das mache ich auch dann wieder ganz transparent für euch. Ja, kommen wir zum Abschluss meines heutigen Videos. Ich finde, die Hose hat sich bewährt für gerade mal 30 Euro. Da ist es dann in der Preisklasse ist es auch nicht schlimm, ja, wenn man mal abknien muss und man hat dann ein schlammiges Knie und die Hose hat vielleicht dauerhaft irgendwo einen Fleck. Das macht ihr gar nichts und ich finde, wie gesagt, sie hat sich bewährt. Bewährt hat sich auch mein Combat Plinking hier. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich könnte mir auch vorstellen, nochmal ein Gewehr einzubauen, dann einen Waffenwechsel zu machen. Aber das sind alles Fantasien und Sachen für später. Ja, wenn es euch auch so viel Spaß gemacht hat, das Video zu schauen wie mir, hier das zu produzieren für euch und natürlich hier zu schießen, dann lasst ihr mir einfach einen Daumen hoch oder sogar ein Abo da. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ja, und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Wie gesagt, viel Spaß an der Line of Fire. Haut rein, wir ja, lesen uns, kommentieren uns. Ja, und bis zum nächsten Mal, euer Plinker. Ciao, ciao.